Ciao, ciao, Community. Wir sind es von 3DR Online Video, Janet und ich, Hugo. Und heute schauen wir uns das erste der vier Commander Decks unserer Meisterdetektive an. Zu Mord im Gale of Manor. Mit Verlosung. Viel Spaß dabei. Vor uns liegen sie schon. Ich wechsle aber erstmal zur normalen Stimme. Das sind die vier Commander-Decks zu Mord in Call of Manor. Das Playbooster-Display haben wir schon geunboxed und euch alle Karten daraus vorgestellt. Das Pre-Release-Pack haben wir uns schon angeschaut und ein Deck gebaut. Das Sammler-Booster haben wir uns auch schon angeguckt. Wirklich sehr coole Artworks in dem Set. Jetzt sind die vier Commander-Decks dran. Einen Bundle gibt es auch noch. Wir starten jetzt aber erstmal mit dem ersten Deck. Wir haben einmal ein grün-weiß-blaues Deck Geheimnisse der Tiefen, wo man mit Hinweisspielstein spielt und einen Kartenvorteil generiert. Mhm. Wir haben ein rot weißes Deck, dreiste Schuldzuweisung, wo man den Gegner anstachelt und Kreaturen verdächtigt. Wir haben ein rot-grün-weißes Deck, versteckte Drohung, wo man verdeckte Karten spielt und dann ja mit großen Überraschungen kommt. Und wir haben ein blau-schwarzes Deck, wiederkehrende Überwachung, wo man ja natürlich überwacht und dann Kreaturen aus dem Friedhof wiederbelebt. Womit möchtest du anfangen? Mit welchem Deck? Ich würde sagen, wir fangen mit Geheimnisse der Tiefen an. Okay, dann fangen wir damit an. Kommen wir aber erstmal zur Verlosung von Ultimate Guard. Gibt es nämlich ein Return to Earth Boulder 133 Plus in Blau zu gewinnen. Hält 133 Double Sleeve Karten oder 160 Single Sleeve Karten. Stellt man dann so schön auf den Tisch. Ist aus 87% nachwachsenden Rohstoffen gefertigt. Heißt also mal ein bisschen umweltfreundlicher, stabil und schön. Und dazu gibt es dann noch eine kleine Packung Multi-Tokens. Ja. Man kann sich auch selbst Tokens malen, wenn man keine hat. Erst recht in den Playboostern, da findet man Tokens so ein bisschen seltener. Heißt also, hiermit könnt ihr euch perfekt einen Detektiv-Token zeichnen, selbst malen. Und dann könnt ihr das wieder wegwischen und euch einen Engel zeichnen oder was auch immer. Wow. Einen Hinweisspielstein. Ja, alles, was man braucht. Ja. Alles, was man braucht, genau. Und das Package könnt ihr gewinnen, indem ihr was tut? Indem ihr das Video liked, kommentiert und den Kanal abonniert. Genau, dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei. So. Geheimnisse der Tiefen haben wir ja schon gesehen im Collector-Display. Da gibt es einen Hunde-Commander. Ah. Aber wir gucken uns erstmal die Rückseite an. Tauche ein ins Mysterium. Kämpfe epische Schlachten mit mächtigen Kreaturen und spektakulären Zaubersprüchen im beliebtesten Multiplayer-Format von Magic. Mit Morsgar als Ermittlerin generierst du jede Runde Hinweisspielsteine, um deine eigenen Schlüsse, Klammer auf, und zusätzliche Karten zu ziehen. Nutze deine Spielsteine für starke Synergien und Spieler auf Zeit, um am Ende deine Feinde mit der Last deiner Beweise zu schlagen. Mhm. Morsgar, Ermittlerin der Meere. Zwar hat sie vor kurzem das Simic-Kombinat verlassen, aber zuvor hatte die Verdalken-Detektivin Morsgar aquatische Anpassungen erhalten, um Fälle zu knacken wie Muschelschalen. Wir haben natürlich hier auch wieder in dieser Packung eine Sammelbooster-Probepackung, ein 100-Karten-Deck mit 12 neuen Karten, eine Deckbox, 10 doppelseitige Spielsteinkarten, den Commander als Edge-Vollkarte, Lebenspunkterat, Strategie, Beilage und Referenzkarte und dann gehen wir mal rein. Na, freuen wir auch schon. Ich finde auch immer diese Sammelbooster-Probepackung immer richtig cool. Mhm. Spielen wir Leichen versenken? Ja. Können wir. Let's go. So, und drin schaut uns dann erstmal das Logo an. Wir haben hier 1+1 Marken, die wir ausstampfen können. Und das Deck und einen schwarzen Umschlag. Und in diesem schwarzen Umschlag ist die Deckbox drin und das Probo-Booster. So, gucken wir uns jetzt mal hier kurz die Deckbox an. Lebenspunktrat ist auch drin. Und ja, hier passt das Deck natürlich auch mit Sleeves rein, in der Theorie. Ja, heißt also, man kann hier direkt perfekt das passende Deck zum passenden Commander in die Deckbox packen. Mhm. Wir haben Lebenspunkterat, steril gehalten dieses Mal, mit 40 Lebenspunkten. Ja. Wir haben die Referenzbeilage, oder Polea, die Anleitung, sage ich jetzt mal. Erstmal ein paar Informationen über unseren Commander selbst. Auf der anderen Seite sind die Informationen über den Commander Morsgar, ne, wie wir sehen. Mhm. Zack, zack, zack. Und auf der anderen Seite ist, wie man das Deck spielt und Commander-Spielregeln. Ich glaube, da hat man sogar dann wieder so einen Hinweis für das Rätsellösen. Weil in dem Set sind ja Rätsel versteckt. Der verwechselte Entführer.
Ja, so ein... Es gibt ja immer wieder Codes, zum Beispiel auf den Hinweistoken findest du ja auch so Buchstaben und dann kann man das damit bestimmt irgendwie übersetzen. Also müsst ihr euch wohl die Commander-Decks holen. Ja, das kleine Mystery-Spiel. Gut, dann gehen wir erstmal in die Probepackung rein, die ich öffne. Ja? Ja. Okay. Ah, ja. Hier kann man natürlich auch schon gut was ziehen. Ja. Finde ich auch immer cool. So. Und da haben wir ein Token. Und unter dem Token verbirgt sich die scharfäugige Anfängerin. Könnte man theoretisch auch ins Deck reinpacken, ist ja grün. Für ein beliebiges und ein grünes Mana 2/2 Mensch-Detektiv mit Wachsamkeit, auch in diesem Akten-Artwork hier. Immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt und falls ihre Stärke größer ist als die Stärke der scharfäugigen Anfängerin oder ihre Widerstandskraft größer ist als die der, der Widerstandskraft der scharfäugigen Anfängerin, lege eine +1/+1 Marke auf die scharfäugige Anfängerin und stelle Nachforschung an. Die ist gut. Ja. Weil sie wird halt immer größer. Die wird immer größer und gibt und sie dir dann. Gibt uns halt Hinweistoken, ne? Genau, die man für 2 Mana aufhören kann und dann eine Karte ziehen kann. Ja. Also, das ist auch eine sehr, sehr schöne Karte. Und dann haben wir noch eine Karte in diesem Lupen-Artwork. Guck mal, direkt beide alternen Artworks einmal gezogen. Ein Story-Schlüssel-Moment und ja, Schlussfolger für 2 Mana spontan, sobald sie eine Karte stellen, Nachforschung an. Ja. Also kannst du sozusagen beide Karten ins Deck packen. Stimmt. Ja. Die war blau, ja. So. Dann haben wir hier das Deck haben wir hier. Da ist die Öffnung. So. Gucken wir uns erstmal kurz die Token an. Packen wir die Commander kurz auf die andere Seite. Zack. So, wir haben einmal den Commander in so einer dicken Variante. Na, den kann man dann einfach in die Kommandozone legen oder wo auch immer man ihn hinpacken möchte. Wir haben eine kleine Referenzkarte. In deinem Zug. Wie beginnt man den Spiel? Wie spiele ich überhaupt Magic? Richtig. Wir haben einen Skeada. Fips, den Hund. Ah, der Hundedetektiv. Richtig. Bitte. Segen der Stadt. Hinweise, Topta. Noch ein Hinweis, ein Skeada nochmal. Ein Geist und Tentakel. Und auf der Rückseite haben wir dann Komas Windungen. Okay, Phyrexianer Keim. Interessant. Eine Katze. Insekt. Okay. Ein Schatz, Spielstein. Nashornkrieger, noch ein Insekt. Menschsoldat. Eldrazi. Oh, okay. Und noch eine Katze. Wirklich alles Mögliche an Token hier in diesem Deck. Okay. Interessant. Ja, dann fangen wir mal an. Gucken uns das Deck mal an. So, starten tun wir mit Morska im Mittleren der Meere für ein grünes, ein weißes, ein blaues und eine 2/3 Verdalken Fischdetektiv, legendäre Kreatur. Du hast keine maximale Handkartenzahl. Zu Beginn eines Vorsorgensegments stellst du Nachforschung an. Heißt also, erzeuge einen Hinweisspielstein, den man für 2 Mana opfern kann, um eine Karte zu ziehen. Na, ich halte ihn nochmal kurz rein, wenn ich einen habe hier. So, einen Hinweis erzeugen wir dann. Ist natürlich auch immer ein Artefakt. Na, sollte man immer bedenken, weil das bringt auch immer gut Vorteile, wahrscheinlich auch in diesem Deck. Immer wenn du deine 2. Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, lege 2 +1/+1 Magen auf Morska im Mittleren der Meere. Ja, das heißt also, du opferst die ganzen Spielsteine, um die Karten zu ziehen, dann ziehst du die 2. Karte innerhalb desselben Zuges und dann kriegst du hier 2 Magen auf sie und dann ist sie auch, geht sie auch schnell hoch, ne? Weil 2 Magen ist natürlich auch ordentlich und für 3 Mana kann man sie auch sehr schnell und früh spielen. Ja. So, und da haben wir den 2. Commander. Ja, und zwar Sophia, verbissene Detektivin, für ein beliebiges, ein grünes, ein weißes, ein blaues, legendäre Kreatur, Mensch, Detektiv, 3/4. Wenn Sophia ins Spiel kommt, erzeuge Fips, einen legendären 2/2 grünen Hund, Detektiv, Kreaturspielstein, der Trampelschaden verursacht. Für 1 und opfere einen Artefaktspielstein, lege auf jeden Hund, den du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Und immer wenn ein Hund, den du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge einen Speisespielstein und stelle dann Nachforschung an. Haben wir einen Speisespielstein? Hatte ich jetzt, glaube ich, gerade gar nicht gesehen. Ach, nö. Ja, wir haben alles außer Speisespielsteine. Perfekt, da hätte man. Aber dafür kann man sich dann so die können, Multitokens holen, um sich da seine eigene Speise zu malen. Tada! Ja, ist für 3 Mana, glaube ich, opfern und dann also 2 Lebenspunkte dazu. Kein Speise. Das fängt ja gut an, ne? Erstmal der 2. Commander macht Speisetoken, du hast keine Speisetoken. Ich frage mich auch, ob wir so viele Hunde spielen. Weil immer wenn ein Hund, den du kontrollierst, im Spieler Kampfschaden zufügt. Mal gucken, ob Nein, ich glaube, es wird nur Fips sein. Mit Trampelschaden. Aber der hat halt Trampelschaden. Ja.
Pumpst du hoch, gibst du unten plus eins und eine Marke und dann. Hm. Ja, mal gucken. Wir werden es ja sehen. Ja. So, wir haben die schlagkräftige die schlagkräftigen Beweismittel für 3 Mana. Eine Verzauberung. Wenn die schlagkräftigen Beweismittel ins Spiel kommen, stelle 2-mal Nachforschung an. Hm? Also wir erzeugen 2 Hinweisspielsteine. Hinweise, die du kontrollierst, sind zusätzlich zu den anderen Typen Arte Ausrüstungen und haben die ausgerüstete Kreatur L plus 2 plus 0 und Ausrüstung 2. Oh, das ist natürlich stark. Ja, okay, auch schön. Aber wir wollen ja schön mit Hinweisen spielen und dann können wir die noch anders einsetzen. Das sind natürlich jetzt ja auch die exklusiven Karten in dem Deck. Dann haben wir hier Händlerin der Wahrheit mit einem sehr, sehr schönen Artwork. Romanabus, Kollektorbus haben. Ja. Für 2 beliebige 2 weiße Kreatur, Engel, Detektiv, 2/5 fliegend, sagt immer, wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, stelle Nachforschung an. Hinweise, die du kontrollierst, haben Edelmut. Das heißt, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, alleine angreift, erhält jene Kreatur für jedes Vorkommen von Edelmut auf Permanence, die du kontrollierst, +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Das heißt, wir machen uns ganz viele Hinweistoken und wenn dann deine Kreatur angreift, kriegt sie +1/+1 für jeden angreift, Hinweis. +1/+1. Ja. Ja, das ist schon sehr stark. Finde ich sehr interessant. Okay. Ja. Hinweise, die du kontrollierst, haben Edelmut. Ja, cool. Abgeklärte Detektiven für 2 Mana, 2/2 Menschdetektiv. Wenn die abgeklärte Detektivin ins Spiel kommt, stelle Nachforschung an. Mhm. Und zu Beginn des Kampfes in deinem Zug stellst du für jede angestachelte Kreatur, die du kontrollierst, Nachforschung an. Danach sind Kreaturen, die du kontrollierst, nicht mehr angestachelt. Oh, das ist natürlich auch eine gute Karte gegen das Anstachelungsdeck. Ja. Na? Interessant. Okay. Auf jeden Fall sehr stark bis jetzt alles. Gibt dir alles auf jeden Fall gute Hinweise. Ja. Dann Detektivin des Monats für 2 beliebige ein blaues Kreatur, Mensch, Detektiv 2/3 mit Aufstieg. Heißt, falls du 10 oder mehr Permanents kontrollierst, erhältst du für den Rest der Partie den Segen der Stadt. Solange du den Segen der Stadt hast, können Detektive, die du kontrollierst, nicht geblockt werden. Waren ja bis jetzt auch, glaube ich, alles Detektive, mal sehr, sehr gut. Und immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, erzeuge einen 2/2 weißen und blauen Detektiv-Kreaturspielstein, der auch nicht in dem Deck mit dabei ist. Richtig. Übrigens, Fips, der Hund, ist auch ein Detektiv, ne? Also, oh, wow! Ja, aber stimmt, wir haben auch kein Detektiv-Token. Also, aber es mussten halt 2 Katzen sein und das verstehe ich. Das ist okay. Das Deck fängt an. Es könnten auch nur Katzen sein. Die ersten 5 Karten erzeugen 2 Token und die sind nicht im Deck drin. Obwohl du ja sogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doppelseitig hast. Also insgesamt 20 verschiedene Token. Und sie haben es trotzdem nicht geschafft, einen Speise und einen Detektiv reinzupacken. Ja. Weiß ich nicht. Ja, mal gucken, ne? Wir gucken weiter. Ist auf jeden Fall auch eine coole Karte. Ja. Und welche Gilde ist es im Hintergrund? Is it? Ja. Oh mein Gott. Huh. So, Spur aus Leichen für 3 Mana Hexerei. Mit Gräbersturm. Wenn du diesen Zauberspruch wirkst, kopiere ihn einmal für jedes Permanent, das in diesem Zug aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wurde. Stell Nachforschung an. Ja. Doch. Okay. Ich glaube ja, aber wenn wir einen Hinweis opfern, dann berührt der ja auch, muss es auf den Friedhof gelegt werden. Das heißt, geht ja nicht auf Hinweise, ne? Weil die berühren ja kurz den Friedhof, aber oh, das weiß ich jetzt nicht. Doch. Ja? Ja. Gut. Dann haben wir Hedderwald Seetang für 5/2 blaue Artefaktkreatur Hinweis Pflanze 6/6 mit Abwehr 2. Heißt, wenn sie vom Gegner oder von gegnerischen Kreaturen angezielt wird, wird das Ganze neutralisiert, es sei denn der Gegner Zahl 2. Zu Beginn jedes Kampfes werden andere Hinweise, die du kontrollierst, zusätzlich zu ihren anderen Typen bis zum Ende des Zuges zu 6/6 Pflanzenkreaturen. Das ist mega krass. Und für 2 opfere den Seetank, ziehe eine Karte, weil es halt natürlich immer noch ein Hinweis ist. Kostet natürlich 7 Mana, aber wenn du dir so eine Hinweisarmee aus Pflanzen dann aufbauen kannst, dann ist das schon sehr, sehr stark. Interessant, ja, okay. Cool, die gefällt mir. Die gefällt mir auch sehr gut, ja. Ist auch selbst ein Hinweis, ja. Unauffällige Ermittlerin für 4 Mana 3/4 Centaur-Detektiv mit Verhandlungen. Immer wenn die unauffällige Ermittlerin angreift, deckt jeder Spieler die oberste Karte seiner Bibliothek auf. Stelle für jede auf diese Weise aufgedeckte Nicht-Landkarte Nachforschung an. Dann zieht jeder Spieler eine Karte. Mhm. Zu Beginn deines Endsegments kannst du alle Länder, die du kontrollierst, enttappen. Falls du dies tust, kannst du bis zu deinem nächsten Zug keine Zaubersprüche wirken. Interessant.
Du kannst keine Zaubersprüche wirken, aber du kannst ja trotzdem irgendwie Hinweise opfern. Du kannst auch, beispielsweise. Ja, oder Kreaturenfähigkeiten irgendwie aktivieren, auslösen. Ja. Auch interessant. Aber ist eigentlich ganz cool. Kannst du halt nochmal mehr Karten ziehen. Mhm. Ja. So, dann auf der Spur für ein beliebiges ein grünes Verzauberung. Immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, kannst du eine Länderkarte aus deiner Hand getappt ins Spiel bringen. Ich sehe schon, das Deck gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ist halt so richtig schön mit Hinweisen. Oh, eine Eule. Wissen ist Macht. Für 5 Mana, darunter ein weißes und ein blaues Mana, Verzauberung. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus X, wobei X gleich der Anzahl an Karten ist, die du in diesem Zug gezogen hast. Also auf jeden Fall immer +1/+1. Richtig. Aber mit Hinweisen kann das dann halt schon wieder sehr, sehr stark werden. Ja. Dann haben wir das Erpresserschreiben für 1, Artefakt Hinweis. Wenn es ins Spiel kommt, wende Überwachen 1 an. Heißt, wir schauen uns die oberste Karte unserer Bibliothek an. Wir können entweder entscheiden, ob sie auf der Bibliothek liegen bleiben soll oder ob sie in den Friedhof geht. Genau. Und es sagt für 2, opfere das Erpresserschreiben, bestimme 1, tarne die oberste Karte deiner Bibliothek, stachle eine Kreatur deiner Wahl an oder ziehe eine Karte. Wir haben auch keine mysteriösen Kreatur-Token. Ja, also Tarn ist dann für die oberste Karte wird Karte. Als 2/2er mit Abwehr 2 Kreatur ins Spiel gelegt. Wenn es eine Kreatur ist, können wir sie für ihre Mana-Kosten umdrehen und sozusagen dann als Kreatur ins Spiel bringen. Sonst, wenn es keine Kreatur ist, bleibt es halt für den Rest des Spiels die 2/2er mit Abwehr 2 Kreatur. Ja. Ja. Ah, findest du halt im normalen Set, ne? Also, genau, den Detektiv-Token findest du auch im normalen Set. Speisetoken jetzt nicht. Oh, Mann. Fliegender Erpresser für 5 Mana. 4/3 fliegend. Vogelsoldat. Mhm. Immer wenn der fliegende Erpresser ins Spiel kommt oder einen Spieler Kampfschaden zufügt, schicke bis zu ein Nichtland permanent deiner Wahl ins Exil. Solange die Karte im Exil bleibt, kann ihr Beherrscher sie wirken. Ihr Besitzer, mhm. sie wirken, sorry. Immer wenn ein anderer Spieler einen Zauberspruch von irgendwoher außer aus seiner Hand wirkt, ziehe eine Karte. Das ist natürlich auch gut, vor allem weil der halt auch 4/3 fliegend ist. Das ist auf jeden Fall auch schon mal gut und bringt dann natürlich noch ein paar tolle Fähigkeiten mit. Ne? Ja, der lässt sich halt einfach, der sagt dann halt einfach, yo, ich schicke deine Kreaturen weg. Du kannst die zwar spielen, aber dann ziehe ich halt immer Karten und dann werden halt immer die, auch immer, wenn ich die zweite Karte gezogen habe in meinem Zug oder... Naja. Oder nicht unbedingt in meinem Zug, aber immer, immer irgendwie Karten ziehen, triggert ja hier in diesem Deck alles. Darum muss ja nicht dein Zug sein. Dann haben wir Benny Brax. Eine Mythic. Ja, der Zoologe. Für 3 beliebige ein weißes 3/2 legendäre Kreatur, 11 Druide mit einem Rufen. Das heißt, deine Kreaturen können dir helfen, diesen Zauberspruch zu wirken. Mit jeder Kreatur, die du tappst, während du diesen Zauberspruch wirkst, bezahlst du für ein beliebiges oder ein Mana der Farbe jener Kreatur. Und er selbst sagt, zu Beginn jedes Endsegments und falls du in diesem Zug einen Spielstein erzeugt hast, ziehe eine Karte. Ah, Stack möchte dich auch gut ziehen lassen, ne? Ja. Ah, ja. Ja, sagt er selbst, Karten ziehen und Hinweise machen. Dann haben wir hier direkt mal ein richtig schönes Removal, Abschied. Mhm. Für 6 Mana, 2 weiße darunter, eine Hexerei, bestimme eines oder mehrere, schicke alle Artefakte ins Exil, schicke alle Kreaturen ins Exil, schicke alle Verzauberungen ins Exil, schicke alle Friedhöfe ins Exil. Ja, kann man immer perfekt wählen, was man da haben will. Aus Kamigawa. Mhm. Dann ausräuchern für 3 beliebige 2 weiße Hexerei. Zerstöre alle Kreaturen. Du erhältst für jede auf diese Weise zerstörte Kreatur einen Lebenspunkt dazu. Mhm. Auch schön. Nächster Board Wipe. Okay. Organische Ausrottung für 10 Mana Hexerei. Improvisieren. 8 beliebige und 2 weiße. Deine Artefakte können dir helfen, diesen Zauberspruch zu wirken. Mit jedem Artefakt, das du tappst, nachdem du dies, mit der Aktivierung deiner Mana-Fähigkeit fertig bist, bezahlst du ein Mana. Zerstöre alle Nicht-Artefakt-Kreaturen. Oh, das glaube ich sehr stark. Kannst halt deine ganzen Hinweise benutzen, ne, um günstiger zu werden. Ja. Dann Gebäudedurchsuchung für 3 und ein weißes, Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur dich oder ein Planeswalker, den du kontrollierst, angreift, stelle Nachforschung an. Oh, natürlich auch ziemlich, ziemlich gut, weil wir einfach, wir kriegen so viele Hinweistoken, die wir so richtig schön benutzen können. Also, jetzt geht's hier mal in Blau. Alantra Himmelsträumerin für 4 Mana 2/4 Mehrfolg Zauberer. Immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, erzeuge ein 2/2 blauen Skeada Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. Davon haben wir welche.
Und immer wenn du deine fünfte Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, erhalten Leandra, Himmelsträumerin und Skeardas, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges jeweils plus X, wobei X gleich der Anzahl an Karten auf deiner Hand ist. Und unser Commander sagt ja, dass wir kein Handkartenlimit haben. Vor allem, wenn du die fünfte Karte innerhalb deines desselben Zuges ziehst. Das heißt, du hast ja vermutlich so fünf Karten dann auf jeden Fall auf der Hand. Richtig. Sollte auf jeden Fall. Ja. Ja, mal gucken, wie man dann. Also, aber man muss natürlich auch erstmal fünf Karten in einem Zug ziehen, ne? Ja. Das ist auch ordentlich. Oh ja. Dann bestätigt cool. Der Verdacht für drei beliebige zwei blaue Spontanzauber. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Stelle dreimal Nachforschung an. Ja, countern. Ja, es muss auf jeden Fall noch irgendwie ein paar Karten geben, die dir Hinweise direkt opfern lassen, ohne Mana zu bezahlen. Oder irgendwie günstiger machen, ja. Sphärenhafter Ermittler für 4 Mana, 2, 3, fliegend, wenn er ins Spiel kommt, stelle x mal Nachforschung an, wobei x gleich der Anzahl, der Anzahl deiner Gegner ist. Mhm. Ne? Und immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, erzeuge einen 1-1 weißen Geistrettungsspielstand mit Flugfähigkeit. Den haben wir aber nur einen davon. Ja. Dann Finale der Offenbarung für x und 2 blaue Hexerei. Ziehe x Karten, falls x gleich 10 oder mehr ist, mische stattdessen deinen Friedhof in deine Bibliothek, ziehe x Karten, enttappe bis zu 5 Länder und du hast für den Rest der Partie keine maximale Handkartenanzahl. Schicke das Finale der Offenbarung ins Exil. Damit kannst du auf jeden Fall 5 Karten auf einmal in einem Zug ziehen. Ja, aber musst natürlich halt auch dann 12 Mana zahlen, ne? 12, 7. Falls x gleich 10 oder mehr ist. Achso, ja, aber um 5 Karten zu ziehen. Kappa Kanonier für 6 Mana 4-4 Schildkrötekrieger. Okay. Oh. Improvisieren heißt also, deine Artefakte können dir helfen, günstiger zu wirken. Abwehr 4 und immer wenn ein Artefakt unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, die ganzen Hinweise, lege eine +1/+1 Marke auf den Kappa Kanonier. Er kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Oh. Dann läuft er einfach durch. Das heißt, in diesem Deck kommt der immer durch. So gut wie, ja. Dann mechanisierte Produktion. Für 2 und 2 blaue Verzauberung Aura, verzauber ein Artefakt, das du kontrollierst. Zu Beginn deines Versorgungssegments erzeugst du einen Spielstein, der eine Kopie des verzauberten Artefaktes ist. Falls du dann 8 oder mehr Artefakte kontrollierst, die untereinander denselben Namen haben, gewinnst du die Partie. Oh. Hinweis. Legst an Hinweis, hast du direkt gewonnen. Na, du brauchst 8 oder mehr Hinweise. Ja, aber komm, du kannst in diesem Deck sehr schnell 8 oder mehr Hinweise kriegen. Mal gucken. Ja. Nadir Krake ist für 3 Mana 2-3, ist auch schön. Krake, immer wenn du eine Karte ziehst, kannst du 1 Mana bezahlen. Wenn du dies tust, lege eine +1/+1 Marke auf den Nadir Kraken und erzeuge einen 1-1 blauen Tentakel-Kretungsbestand. Davon haben wir auch einen. Der ist auch richtig gut in dem Deck. Passt auch super rein, ja. Schimmernder Drache für 4 und 2 blaue Kreatur. Drache 5-6 fliegend. Solange du 4 oder mehr Artefakte kontrollierst, hat der schimmernde Drache Fluchsicherheit. Tappe 2 ungetappte Artefakte, die du kontrollierst, ziehe eine Karte. Da können wir dann unsere Hinweise einfach reintappen, um so Karten zu ziehen. Mhm. Also auch eine sehr schöne Karte. Teferis zeitlose Einsicht für 4 Mana. Legendäre Verzauberung. Mhm. Falls du eine Karte ziehen würdest, abgesehen von der ersten, die du in jedem deiner Zielsegmente ziehst, ziehe stattdessen 2 Karten. Das ist krass. Das Deck ist richtig gut bisher. Ich glaube, ich will das Deck spielen, obwohl da blau drin ist. Dann haben wir Tezzeret, Verräter des Fleisches für 2 beliebige 2 blaue, ein Planeswalker. Kommt mit 4 Loyalitätsmarken rein und sagt, die erste aktivierte Fähigkeit eines Artefaktes, die du pro Zug aktivierst, kostet beim Aktivieren 2 weniger. Das heißt, einmal pro Zug können wir einen Hinweis direkt gratis opfern. Auf +1 sagt er, ziehe 2 Karten, wirf dann 2 Karten ab, es sei denn, du wirfst eine Artefaktkarte ab. Auf -2, ein Artefakt deiner Wahl wird zu einer Artefaktkreatur. Falls es kein Fahrzeug ist, hat es Basisstärke und Widerstandskraft 4-4. Und bei -6, du erhältst ein Emblem mit, immer wenn ein Artefakt, das du kontrollierst, getappt wird, ziehe eine Karte. Nein, wir haben auch das Emblem nicht unter den Token. Da hast du recht, ja. 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 Wollte ja nochmal kurz gucken. Aber ist natürlich, Tezzeret ist halt so der Artefakt-Planeswalker, ne? Ja. Passt natürlich auch gut rein. Vor allem halt, wir müssen ihn halt gar nicht irgendwie hochleveln. Einfach die normale Fähigkeit ist selbst schon super in dem Deck. Gedankenüberwacher für 7 Mana, 2-2 Affinität zu Artefakten. Okay, kann man dann wieder günstiger spielen, wenn man Artefakte tappt. Fliegend, wenn er ins Spiel kommt, ziehe 2 Karten.
kriegen wir direkt stärkere Kreaturen dadurch. Oder halt... Ja. Ja. Hat halt wieder voll viele Trigger, wenn du zwei Karten ziehst, ne? So, Hornissenkönigin. Für 4 und 3 grüne Kreatur Insekt 2/2 fliegen Todesberührung. Wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge 4/1/1 grüne Insektkreaturspielsteine mit Flugfähigkeit und Todesberührung. Ja, und wird 2 vor. Ja. In dem Deck. Ja. Also. Ja, ist auch immer schön, weil. Geht jetzt nicht so auf die Thematik von Hinweisen und so, ne? Ja, stimmt. Aber ist halt einfach. Ja, die sieht man auch oft in Commander-Decks. Ja. Ist halt einfach so eine Kreatur. Wir waren so, wir brauchen noch eine Kreatur. Wir spielen dreifarbig, aber lass uns die Kreatur reinnehmen, die 3 grüne Mana hat. Ja. Ja, okay. Speziell, sagen ja, wir so. Aber du natürlich, halt du machst halt Blocker. Viele Blocker mit Rüstbohrung, ja. Möchte der Gegner dich nicht mehr angreifen. Ja. Yolrael, Mvolulu, Einsiedlerin. Mvonvuli, würde ich sagen. Mvonvuli, ja, Einsiedlerin. Für 2 Mana, 1/2. Na, komplizierter Name. Ja. Immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, erzeuge einen 2/2 grünen Katze-Kreaturenspielstein. Davon haben wir auf jeden Fall welche drin. Mhm. Und für 6 Mana bis zum Ende des Zuges haben Kreaturen, die du kontrollierst, Basisstärke und Widerstandskraft XX, wobei X gleich der Anzahl an Karten in deiner, auf deiner Hand ist. Das ist natürlich, das kann auch sehr stark sein. Ja, damit können wir dann auch die Hornissen-Token, die Insekt-Token. Ja, wir haben ja ganz, ganz viele Handkarten die ganze Zeit und keine maximale Handkartenzahl, heißt also alles gut. Tolle Bedienung, für 2 beliebige ein grünes Verzauberung, wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge so viele Speisespielsteine, wie du Gegner hast. Schön, dass wir dann jetzt die zweite Karte mit Speisespielsteinen haben. Aber es waren 2 Mana und Opfern und 3 Lebenspunkte bekommen, nicht 3 Mana und Opfern und 2 Lebenspunkte bekommen. Hoppala. Zu Beginn deines Endsegments kannst du 2 bezahlen und einen Spielstein opfern. Falls du dies tust, erzeuge einen 4/4 grünen Nashorn-Kreaturspielstein. Also der Nashorn-Kreaturspielstein ist da drin, bei den Token. Aber ich speise nicht, ja. Auf der Rückseite. Nashornkrieger. Nashornkrieger haben wir, ja. Ja, okay. Ja. Die ist gut. Unermüdliche Spurensucherin für 3 Mana, 3/2 mit Landung. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, stelle Nachforschung an. Sehr und immer wenn du einen Hinweis opferst, lege eine +1/+1 Marke auf die unermüdliche Spurensucherin. Sehr stark. Ich weiß gar nicht, ob die in Schatten über Innistrad oder Düstermund drin war, aber. Das war eine richtig gute Karte. Das ist immer noch eine gute Karte. So, Adrix und Neff, Zwillingszauberer, für 2 beliebige ein grünes, ein blaues, legendäre Kreatur im Mehrvolk Zauberer. War das nicht auch mal ein Commander? Boah. Ich glaube ja. Mit Abwehr 2, selbst 2/2 Kreatur, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatte. Falls ein oder mehrere Spielsteine unter deiner Kontrolle erzeugt würden, werden stattdessen doppelt so viele solcher Spielsteine erzeugt. Ich glaube, das war ein Commander bei Strixhaven. Aber nicht als Hauptcommander, glaube ich. Oder? Ich kenne die Karte auf jeden Fall. Den kenne ich auch. Chulain, der Geschichtenerzähler, für 2 Mana, ein grünes, ein weißes, ein blaues. Könnte man auch theoretisch als Commander spielen. Ja. 2/4 Mensch-Druide, Wachsamkeit. Immer wenn du einen Kreaturenzauber wirkst, ziehst du eine Karte, dann kannst du eine Länderkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Mhm. Und für 3 Mana und Tappen, bringe eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Ja, der ist richtig gut. Aber wir sind gerade gar nicht so richtig darauf eingegangen. Die Karte ist in dem Deck natürlich mega, weil wir machen doppelt so viele Spielsteine. Ja, klar. Ne, das heißt, wir machen doppelt so viele Katzen. Oh, wow. Ja, nur deswegen. Doppelt so viele Bienen, Hornissen. Ah, nee, die sind ja nicht Insekten. Süß. So, Unruhe im Gerichtssaal. Für X ein weißes, ein blaues. Spontanzauber. Schicke X-Kreaturen deiner Wahl ins Exil und stelle dann X-mal Nachforschung an. Bringe die ins Exil geschickten Karten zu Beginn des nächsten Endsegments unter der Kontrolle ihres Besitzers getappt ins Spiel zurück. Ja, das heißt, kann man auch. Entfernen sie halt. Selbst seine Kreaturen schützen natürlich, ne? Oder halt einmal kurz genasche Kreaturen rausnehmen. Wir kriegen halt Nachforschung, ne? Essex, die Fraktalblüte. Mhm. Für 6 Mana, 4/4 Fraktalwesen, fliegend. Das erste Mal, dass du in diesem Zug einen oder mehrere Spielsteine erzeugen würdest, kannst du stattdessen eine andere Kreatur als Essex, die Fraktalblüte, bestimmen und entsprechend viele Spielsteine erzeugen, die Kopien jener Kreatur sind. Machst du dir irgendwie so 3 Hinweistoken und dann hast du irgendwie
Die sind so alle Kopien von einem 10-10er Eldrazi, der auch in diesem Deck drin ist. Ja. Oh, die ist auch gut. Die Hydrokrasis. Für X ein grünes, ein blaues 0-0-Kreatur. Wenn du diesen Zauberspruch wirkst, erhältst du X durch zwei Lebenspunkte. X halbe Lebenspunkte dazu und ziehst X halbe Karten, Runde jeweils ab. Fliegend verursacht Trampelschaden und die Krasis kommt halt mit X plus 1 Marken ins Spiel. Das heißt, sie kommt halt stark ins Spiel, sie lässt uns noch halt die Hälfte von X Leben kriegen und die Hälfte von X Karten ziehen. Koma, die Kosmoschlange hier aus Kaltheim. Für 3 beliebige, 2 grüne und 2 blaue, 6-6. Dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden, das ist eine Schlange. Und zu Beginn jedes Versorgungssegments erzeugst du einen 3-3 blauen Schlange-Kreaturenspielstein namens Komas Windungen. Und sagt, opfere eine andere Schlange, bestimme eines, tappe ein Permanent deiner Wahl. Seine aktivierten Fähigkeiten können in diesem Zug nicht aktiviert werden. Oder Koma, die Kosmoschlange hält Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Die ist auch. Ja, ist halt zu Beginn jedes Versorgungssegments erzeugst du einen 3-3er, ja. Dann Lohnes, der Kryptozoologe, für ein blaues, ein grünes, legendäre Kreatur, 1-2. Immer wenn eine andere Nicht-Spielstein-Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, stelle Nachforschung an. Für Tappen und opfere X-Hinweise, ein Gegner deiner Wahl deckt die obersten X-Karten seiner Bibliothek auf. Du kannst davon eine Nicht-Land-Permanent-Karte mit Mana-Betrag X oder weniger unter deiner Kontrolle ins Spiel bringen. Jener Spieler legt den Rest in zufälliger Reihenfolge unter seine Bibliothek. Das ist krass. Einmal kurz, du machst dir halt richtig viele Token, kannst sie dann alle halt opfern und dann kannst du dem Gegner einfach irgendwas klauen. Ja. Salvala, heimgekehrte Forscherin, für ein beliebiges, ein grünes, ein weißes, 2-4, 11 Speer mit Verhandlungen für Tappen. Jeder Spieler deckt die oberste Karte seiner Bibliothek auf. Für jede Nicht-Landkarte, die auf diese Weise aufgedeckt wurde, erzeugst du ein grünes Mana und erhältst einen Lebenspunkt dazu. Dann zieht jeder Spieler eine Karte. Gibt einen Vorteil, aber dir noch ein bisschen mehr. Ja. Dann der Akademie-Monteur für 3 Artefakt-Kreaturen, Montagearbeiter, 1-3. Falls du einen Hinweis, Speise oder Schatzspielstein erzeugen würdest, erzeuge stattdessen einen von jedem Typ. Das ist natürlich mehr Speisetoken für uns. Gut, und dass wir mehr Schatztoken, aber einen Schatztoken haben wir. Ja. Abgott der Vergessenheit. Für 2 Mana, Artefakt, Tappen. Ziehe eine Karte, aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du in diesem Zug einen Spielstein erzeugt hast. Und für 8 Mana und Tappen, opfer den Abgott der Vergessenheit, erzeuge einen 10-10 farblosen Eldrazi-Kreaturenspielstein. Nehme ich. Ja. 10-10 ist schon ein richtiges Brett. Das sowieso. Dann die inspirierten Statuen für 3 Artefakt. Nicht-Artefakt-Zaubersprüche, die du wirkst, haben Improvisieren. Das heißt, Artefakte können halt helfen, sie zu wirken. Auch sehr gut in diesem Deck. Ja, wir spielen ja mit vielen Artefakten. Ja. Nesselzyste für 3 Mana, Artefakt, Ausrüstung, lebende Waffe. Heißt also, wenn die Ausrüstung ins Spiel kommt, erzeuge einen 0-0 schwarzen Phyrexianer Keim-Kreaturen-Spielstein, den haben wir auch in diesem Deck, und lege sie dann an ihn an. Und die ausgerüstete Kreatur hat +1/+1 für jedes Artefakt und jede Verzauberung, das beziehungsweise die du kontrollierst, ausrüsten 2. Das ist sehr stark. Rüstet ja theoretisch auch direkt aus. Ne? Ja, ist natürlich auch ein Artefakt. Ne? Heißt also, gibt ja schon, ist ja dann 1/1 automatisch schon. Ja, und in dem Deck ist es eine richtig starke Karte. Ja. Dann der Psychosenkrabbler für 5 Artefaktkreatur, Phyrexianer erschrecken. Stärke und Widerstandskraft sind gleich der Anzahl an Karten auf deiner Hand. Und immer wenn du eine Karte ziehst, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Karten ziehen tun wir viele und maximale Handkartenzahl haben wir ja nicht. Ja. So, dann kommen wir zu den Ländern. Blätterdach-Panorama ist ein Land, Wald, zählt als Wald und Ebene, kann man also damit auch raussuchen, wenn du eine Ebene raussuchst. Ne? Finde ich auch immer super. Sagt, kommt getappt ins Spiel, sei denn, du kontrollierst 2 oder mehr Standardländer. Dein exotischer Obstgarten darf natürlich auch nicht fehlen. Sagt, für Tappen erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe, das ein Land, das ein Gegner kontrolliert, produzieren könnte. Bewässertes Ackerland ist ein Land, ist ein Land, ist aber auch eine Ebene und eine Insel, macht halt dann auch ein weißes oder blaues Mana, kommt getappt ins Spiel und hat Umwandlung für 2 Mana, heißt also, wirft diese Karte ab. Ziehe eine Karte, kann man auch die theoretisch zweite Karte innerhalb seines selben Zuges ziehen, ne? Ja.
Dann Präriefluss ist halt auch wieder selbst Ebene und Insel und kommt gesamt ins Spiel, es sei denn, du kontrollierst zwei oder mehr Standardländer. Verstreute Hain, Waldebene und kommt getappt ins Spiel, macht ein grünes, weißes Mana und Umwandlung 2. Mhm. Dann Himmelswolken und Weite sagt für 1 Tappen erzeuge ein blaues und ein weißes Mana. Turm der Industrie für ein Land, Tappen macht ein farbloses Mana, Tappen bezahle einen Lebenspunkt, erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe, aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du ein Artefakt kontrollierst. Mhm. Tun wir. Ja, vermutlich. So, Sonnengrasprärie für 1 Tappen macht es grün und weiß. Tempel der Erleuchtung kommt getappt ins Spiel. Wenn es ins Spiel kommt, wende Hellsicht 1 an. Oberste Karte deiner Bibliothek angucken. Entscheiden, ob sie oben drauf bleibt oder unter die Bibliothek geht. Mhm. Macht ein weißes oder blaues Mana für Tappen. Dann Tempel der Geheimnisse macht genau das gleiche, nur in grün-blau. Und Tempel des Überflusses das gleiche in grün-weiß. Mhm. Und das waren dann auch die, oh Gott, die Rares. Das sind echt der Stapel sehr, ist mal wieder viele. So groß, also. Ich, tippen wir? Ja, natürlich. So, erstmal, hier rechts haben wir den Come und Uncome und Basic Land Stapel. Mhm. Und hier links haben wir den Rare Stapel. Und wie wir sehen, ist der einfach auch schon größer. Ich sag. Es wird immer mehr. Ich glaube, irgendwann sind wir wirklich an diesem Punkt, wo ein Deck wirklich nur noch aus Rares besteht. Ich sage 58. Ich sage 61. Okay. Na, obwohl 61 werden es nicht sein, aber... Ich sage 58. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ich war ganz nah dran. 57. Ja. Rares und Mythics. Das ist schon krass. Einmal kurz rüber döbert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, theoretisch 8 Mythics plus noch der Commander, der. Oder die 2 Commander, die auch noch Mythics Commander, sind. Ja. Also sind theoretisch auch 10 Mythics da drin, ne? Krass. Boah, ne? 57, das ist halt einfach mehr als die Hälfte. Also ja. Ich war schon mega flashed, als es bei, ich weiß gar nicht, ich glaube bei Dr. Who hatte es angefangen, dass es wirklich die 50 geknackt hat. Und dann Ixalan waren schon irgendwie so 51 und jetzt haben wir hier schon auch 57 drin, ne? Meine Güte. So, geht aber auch direkt wieder los mit dem besten weißen Removal überhaupt. Im Ankam-Bereich. Schwerter zu Flugscharen. Für ein weißes Mana Spontanzauber schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil. Ihr beherrscht Lebenspunkte in Höhe ihrer Stärke dazu. Mhm. Aber man nimmt halt die große Bedrohung raus, ne? Ja. Das für einen Mana. Dann Erheller der Erdgänge. Für ein beliebiges, ein blaues Kreaturgeist 1-3 fliegend. Immer wenn du zum ersten Mal in deinem Zug Nachforschung anstellst, stelle ein weiteres Mal Nachforschung an. Ja, perfekt. Mehr Token. Schrottwinder für 7 Mana, 5, 6 Affinität zu Spielsteinen. Kostet beim Wirken für jeden Spielstein, den du kontrollierst, 1 weniger. Mhm. Wird man also vielleicht auch einfach für 2 blaue Mana spielen können. Ja. Immer wenn ein Spielstein unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, tappe ein Nichtland permanent deiner Wahl, das ein Gegner kontrolliert, sie enttappt nicht während des nächsten Tappsegments ihres Beherrschers. Oh, das ist natürlich auch gut. Mit Gegner immer schön was wegtappen. Mhm. Laufende Ermittlungen. Für ein beliebiges ein blaues Verzauberung. Immer wenn ein oder mehrere Kreaturen, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügen, stelle Nachforschung an. Und für ein beliebiges ein grünes und schicke eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof ins Exil, stelle Nachforschung an. Du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Jo. Wirbler, Räuberin für 4 Mana, 2-2. Wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge 2 1-1 farblose Top-Artefakt-Kreatur-Spielsteine mit Flugfähigkeit und tappe 2 ungetappte Artefakte, die du kontrollierst. Eine Kreatur deiner Wahl kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Kannst natürlich auch deine ganzen Kreaturen einfach unblockbar machen. Hat mir auch schon mal Spiele gewonnen, als ich sie selbst gespielt habe. Dann der Grabmaulwurf für 2 beliebige. Ein grünes 2-4 Kreatur sagt, immer wenn du einen Hinweis opferst, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu. Ist natürlich auch ein bisschen gut, so ein bisschen Live-Gain in dem Deck zu haben. Ja. Mysterien des Ulvenwalds für 3 Mana Verzauberung. Immer wenn eine Nicht-Spielstein
Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, stelle Nachforschung an. Mhm. Immer wenn du einen Hinweis opferst, erzeuge einen 1-1 weißen Mensch-Soldat-Kreaturenspielstand. Haben wir den? Ja, ja, den haben wir. Wilde Renaturierung für 3 und ein grünes Verzauberung. Oh ja. Zu Beginn deines Endsegments enttappst du alle Länder, die du kontrollierst. Das ist halt einfach auch schön, weil du kannst ja immer dann noch Hinweise opfern. Genau. Im Zug der Gegner, ja. Ja. Wellenstöberer für 5 Mana, 3-2 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, stelle 2-mal Nachforschung an. Und herbeirufen für 2 Mana. Du kannst diesen Zauberspruch für seine Herbeirufen kosten wirken. Falls du dies tust, wird die Kreatur geopfert, wenn sie ins Spiel kommt. Heißt also, du machst dann einfach nur zweimal Hinweis. Also 2-mal Nachforschung. Ja. Arcanes Patchup darf natürlich nicht fehlen in einem Commander-Deck. Für 2 ein Artefakt sagt für Etappen, erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe der Farbidentität deines Kommandeurs. Jetzt kommt die Sphäre des Kommandeurs. Azurius Patchup für 2 Mana Artefakt, 1 Mana und Tappen. Erzeuge ein weißes und ein blaues. Dann kommt jetzt die Simic-Patchhaft, komm. Bam! Simic-Patchhaft für 2 Artefakt macht für 1 Tappen blau-grün. Dann kommt jetzt die Lesson, ja. Ja. Oh, nee, jetzt kommt erst der Zornring für 1 Mana Artefakt. Tappen macht 2 farblose Mana. Ja, ja, Klassiker. Muss man spielen. Beste Karte. Talisman der Neugier für 2 Artefakt sagt, für Tappen erzeuge ein farbloses oder für Tappen erzeuge ein grünes oder blaues Mana. Dann fügt uns der Talisman einen Schadenspunkt zu. Ich sag gar keine Celestia-Patchup drin. Ich glaube nicht, ne? Ein Talisman des Fortschritts für 2 Mana Artefakt. Tappen macht ein farbloses Mana und macht das gleiche halt eigentlich einfach nur in weiß und blau. Mhm. Talisman der Einigkeit macht genau das gleiche wie die anderen, nur für weiß oder grün. Ja. Azorius Kanzlei. Tonka tappt ins Spiel. Wenn es ins Spiel kommt, bringe ein Land, das du kontrollierst, auf die Hand seines Besitzers zurück. Tappen macht dann ein weißes und blaues Mana. Mhm. Und das Land, was man zurückbringt, kann man ja auch vorher schon mal für Mana tappen. Ja. Ja. Vergrößerungsglas für 3 Artefakt sagt für Tappen, erzeug ein farbloses oder für 4 Tappen stelle Nachforschung an. Befehlst du? Mhm. Gehört auch rein. Land, tappen, erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe der Farbidentität deines Kommandos. Großer Waldrand kommt getappt ins Spiel, macht für Tappen ein farbloses oder für 3 für 2 Tappen opfern. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Wald- und einer Ebenenkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Und da kannst du ja auch die Doppelländer nehmen, ja. Die Länder nehmen, die halt selbst die halt, Typ haben. Wenn ja. Ich hier sehe, habe, ne, also die Länder kannst du auch nehmen, die halt hier Ebene und Insel sind. Ja. Ja. Steht ja nicht Standardland drin, also das heißt, da kann man sich schön die Länder suchen. Genau. So. Einsame Sandbank. Land kommt getappt ins Spiel, macht ein blaues Mana oder Umwandlung für ein blaues Mana. Mhm. Also abwerfen, Karte ziehen. Ja. Pfad der Ahn kommt getappt ins Spiel und sagt für Tappen, erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe der Farbidentität deines Kommandeurs. Wenn dieses Mana ausgegeben wird, um einen Kreaturenzauber zu wirken, der einen Kreaturentyp mit deinem Commander gemeinsam hat, wende Hellsicht 1 an. Also hat mehr Erfolg und ich glaube Detektiv. Und wir haben ja ziemlich viele Detektive da drin. Und Verdanken. Ja. Turm des Reliquienschreins. Heißt also, wenn man nicht den Hauptcommander spielt, dann kann man das Land hier gut spielen. Ja. Du hast keine maximale Handkartenzahl, macht ein farbloses Mana für Tam. Mhm. Dann die Seeküstenzitadelle kommt getappt ins Spiel und macht grün, weiß oder blau. Abgelegene Steppe kommt getappt ins Spiel, macht ein weißes Mana, Umwandlung für ein weißes. Selesnya Heiligtum kommt getappt ins Spiel. Wenn es ins Spiel kommt, müssen wir ein Land, was wir kontrollieren, auf unsere Hand zurückbringen und dann macht es grün und weiß. Das gleiche hier, Simic Wachstumskammer macht ja, in grün und blau halt. Ne? Mhm. Tempel der falschen Göttin macht für Tappen 2 farblose Mana. Das klappt aber nur, falls wir 5 oder mehr Länder kontrollieren. Von diesem Land bin ich kein Fan. Ich auch nicht, ich mag das nicht. Ich auch nicht. Weil man hat es dann immer so auf der Starthand und dann kann man halt nichts damit anfangen. Richtig. Ja. Achso, stilles Dickicht. Ja, kommt getappt ins Spiel, macht ein grünes Mana oder Umwandlung für ein grünes. Ebene. Und dann sind hier die Standardländer noch. Haben wir noch 3 Ebenen. Boah, 4, 5, 6 Inseln. Mhm. Und 1, 2, 3, 4, 5 Wälder. Ja. In diesem Deck. Ja, und wenn man mal guckt, ne, also wenn du jetzt hier einfach noch die Mana-Base einfach nimmst aus diesem Deck, ne, das ist halt einfach so. Du hast nur noch diesen kleinen Mini-Stapel hier an Kampfs und Ankampfs. Spielkarten, die keine Rares sind. Ja. Und davon sind halt
so Sonnenring, das sind halt so Patchhaften, ne? Heißt also so Karten, ja, die so Must-Have-Karten. Heißt also, wir haben hier theoretisch nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spielkarten, die keine mehr sind. Ja. So. Ja. 9. Ja. Das ist halt nichts mehr. Ja. Ne? Das ist also, die 9 werden auch irgendwann nur noch Rares sein. Also, ja. Gibt den Commander Decks halt nochmal so ein krasses neues Power-Level. Halt, ist halt krass. Also, ja, mal gucken, wie die anderen Decks sich schlagen werden. Weil das hat ja schon mal gut vorgelegt. Natürlich finde ich es ein bisschen schade, dass sie, wie sie das mit der Tokenverteilung gemacht haben. Okay, das Deck hat natürlich sehr viele Token. Aber, ja, aber dann hätte ich zum Beispiel nur einen Katzentoken genommen. Ja, die wollen halt immer, wenn du halt Token angreift und getappt ist, dass der andere Token, der jetzt noch eins dazu kommt, halt nicht getappt ist. Wir haben halt mehrere Karten, die uns Speisen machen. Da könnte man halt überlegen, ob man dann davon eine wegnimmt. Ich finde das Deck eigentlich sehr, sehr gut. Ich finde es, als hätten noch so ein, zwei Karten wirklich rein gemusst. Oder da kann man natürlich gucken, ob sie selbst rein. Johannes und Königin, ob man sie selbst noch reinpackt. Sein müssen, die halt Hinweise Opfern günstiger machen. Weil wir haben jetzt halt den Tesserit, der das günstiger macht. Und sonst, glaube ich, keine Karte, die das wirklich günstiger macht. Das heißt, du musst halt wirklich immer 2 Mana zahlen, um das Ganze zu opfern. Na, vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas übersehen da drin. Vielleicht habe ich einfach nur nicht aufgepasst, sondern die ganze Zeit nur genickt. Das kann sein. Ja, wir haben halt viele Karten, die halt die Länder wieder antappen, so ein bisschen. Ne? Ja, genau. Ja, aber ich finde das Deck auf jeden Fall ziemlich cool. Das also ist macht auf halt jeden Fall schon mal ein erstes richtig gutes Deck. Ne, wie das Deck ja auch selbst sagt, Hinweise, Spielsteine und Kartenvorteile. Also, ja, also das auf jeden Fall. Es macht ganz viele Hinweise. Du kannst die ganzen Hinweise opfern, um Karten zu ziehen. Oder wenn du einen Hinweis opferst, erzeugst du noch einen Menschen. Erzeugst du noch, keine Ahnung, Skerda, weil du eine zweite Karte in einem selben Zug gezogen hast. Oder deine Kreatur in plus 1 plus 1 plus 1. Also es sagt ja alles in diesem Deck, es passiert irgendwas, wenn du deine zweite Karte in einem selben Zuges ziehst. Ja. Oder wenn du einen Hinweisspielstein opferst. Und das tust du ja andauernd, beides. Ja. Ja. Weil das geht ja ineinander über. Und dann triggert da einfach in diesem Deck alles Mögliche. Oder du erzeugst halt einfach direkt mehr Spielsteine und machst dir Mana, um noch mehr Spielsteine zu opfern. Ja. Und hast natürlich keine maximale Handkartenzahl, heißt also, du kannst dir da richtig deine Hand vollballern. Du kannst deinen eigenen Zug so eine halbe Stunde lang ziehen. Und du hast halt einen Commander, der einen Hund mitbringt. Ah, und du kannst Katzen erzeugen, also bestes Deck überhaupt. Und es natürlich auch Hinweise haben, zum Beispiel auch Edelmut. Ja, ja. Heißt also auch Hinweise können 6/6 Pflanzen sein. Das finde ich noch richtig krass. Ja, das kann richtig also, stark sein. Deck hat auf jeden Fall ein paar richtig, richtig coole. Ja. Also das Deck an sich funktioniert bestimmt richtig gut. Wir werden die Decks natürlich auch noch mal in einem Commander-Match bespielen, wo wir auch mit Karteneinblendungen natürlich. Darauf freue ich mich auch schon mega drauf. Ja. Ist ein wirklich cooles Deck, muss man natürlich noch mal in Aktion sehen, aber funktioniert auf jeden Fall. Ja. Also bin ich mal sehr gespannt, wie es sich dann spielen lässt. Dir gefällt es auch, mir gefällt es auch. Dann schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Deck findet. Und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Ja, und dann sind wir raus mit diesem Video und sehen uns wahrscheinlich im nächsten Commander-Unboxing und wünschen euch bis dahin noch viel Spaß mit Mord in Kell of Manor. Bis dann. Tschüss. Ciao.